herzlich willkommen zurück zu Days Gone. Ja, wir sind hier im Lager und müssen scheinbar noch einmal wieder ein bisschen tanken. Mache ich natürlich gerne. Da ist der Mechaniker. Klar. Ich suche noch ein paar Sachen. Nachtanken. Reparieren. Oh ja. Und dann müssen wir natürlich auch unbedingt Munition kaufen. Und diesmal auch dran denken, welche für die Satteltaschen zu kaufen. Blair. Ich habe alles Mögliche. Vorräte. Munition. Ja, gut. Munition auffüllen. Und für die Satteltasche auch 400. Huiuiui. Achso, warte mal, hier Vorräte. Nee, die gibt's erst ab Stufe 3. Na gut, dann nicht. Na dann. Dann mal ran. Da hinten müsste das Bike stehen. So viele Icons, dass das Bike-Icon verdeckt ist. Und die Frage ist, genau, wir wollten hier runter und die Infizierten kaputt machen. Und abwählen. Ein Bike? Genau, dass die Infizierten erledigen und dann können wir da die Hauptmission machen. Mal gucken, wie schnell das heute mit den Infizierten geht. Wir sind, glaube ich, was Molotovs angeht, ganz gut ausgerüstet. Warte mal, was Schrott, angeht, sind wir, und was Medizin angeht, sind wir ziemlich bei Null. Nach dem harten Endkampf beim letzten Mal. Der war echt fies. Ich bin auch mal gespannt, wie oft wir sowas noch haben. So viele Bosskämpfe gab es bisher eigentlich noch gar nicht. Gerade gab es überhaupt noch einen. Und warum fahre ich schon wieder in der Nacht los? Will ich jetzt nicht ernsthaft Nester bei Nacht kaputt machen. Na, ja, gut, jetzt ist es zu spät. Deacon, hörst du mich? Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte nur sagen, ich... Tut mir leid, was mit Boozer geschehen ist. Ja, ihm selbst tut's wahrscheinlich am meisten leid. Eddie wollte, dass du eins weißt. Hätte sie das Listenmesser nicht gehabt, würde es Boozer jetzt bei weitem schlechter gehen. Ja, das hat's wohl einfacher gemacht, ihm den Arm abzuschneiden. Jedenfalls, wir hoffen, dass er es schafft. Er ist auch mein Freund, okay? Hey, hör zu, danke für deine Hilfe, Ricky. Ich muss los, Deacon Ende. Tja. Last Lake an Deacon St. John. Hörst du mich? Ja, Ricky. Was ist? Iron Mike sagt, du wärst bereit, Besorgungen für das Camp zu machen. Aber nicht für Skizzo zu arbeiten. Ja, sowas in der Art. Tja, das kann ich verstehen. Okay, dann bist du also mein Mann. Also, komm zur Werkstatt. Wir haben einen Job für dich. Ja, okay. Deacon Ende. Ja, stimmt ja. Ich muss die letzten Nester verbrennen. Das sieht doch gut aus. Das sieht weniger gut aus. Ich werde mal flüchten. Weil ich keine Medizin habe und keinen Schrott, um meine Nahkampfwaffe zu reparieren. Das sind keine guten Voraussetzungen. Da wollen wir eigentlich hin. Achso, ich wollte ja eigentlich nochmal gucken. Mich erwischt jetzt nichts. Ob ich hier tatsächlich. Ich kann nichts herstellen, weil. Ach, Sterilisierungsmittel fehlt. Okay. Schlecht. Wir könnten gucken, ob wir hier was finden. Hier sind auf jeden Fall schon mal Plünderer. Die haben doch immer Zeug dabei. Eigentlich muss ich nur warten, wer gewinnt. Verdammt, nachladen, nachladen!
Im Idealfall verlieren die Plünderer. So, dann mal ein Baseballschläger. Jetzt hole ich mir doch hier mal Schrott. Drei Schrott. Na gut, das ist ein Anfang. Ach, verdammt. Okay. Die hat mich jetzt ziemlich verjagt. Den looten? Ja, kann ich. Frisches Fleisch. Okay, es sieht jetzt nur echt schlecht aus, was Heilung angeht. Die Plünderer haben verloren, das ist schön. Ich würde ja schon gern die Plünderer plündern. Und er hat gespeichert. Das ist auch schön. Komme ich hier irgendwo ins Haus rein? Ist das ein plünderbares Haus? Das ist gut. Eine Dose. Na, ja, das ist okay. Aber das ist kein Haus, in das man reinkommt. Das ist schade. Das 33 Lebenspunkte ist halt echt nicht viel. Ich muss die beiden irgendwie erledigen. Da führt kein Weg dran vorbei. Dann kann ich mich jetzt aber von hinten nähern. Ah, perfekt. Die können wir einfach so erledigen. Sauber. Nehmen wir den noch mit. Yes, ein Lappen. Ein Lappen ist jetzt nicht das, wo ich sage yes. Das ist eher was, wo ich sage yes. Dann können wir nämlich jetzt immerhin einen benutzen. Einen herstellen, einen benutzen. Das ist schon mal ein Anfang. Ist noch nicht das Ultimative, aber es ist ein Anfang. Sterilisierungsmittel. Herstellen. Ich weiß gar nicht, wie viel stellen wir wieder her an Gesundheit. Ich werde ihn jetzt einfach mal benutzen, dann sind wir wieder voll. Und dann können wir jetzt hier noch mal ein bisschen looten im Gebäude vielleicht. Wenn das eins ist, wo man rein kann, sieht gut aus. Jetzt trotzdem mal schleichen, falls hier noch irgendwas rumläuft, was uns potenziell nerven könnte. Aber hier gibt es gar nichts zu holen. Was wollten die Plünderer hier? Oder haben sie schon komplett geplündert? Ein Lappen, ja. Oh, hier. Sterilisierungsmittel. Gleich mal wieder herstellen. Achso, und Molotow-Cocktail können wir eigentlich auch gleich mal wieder herstellen. Dafür haben wir auch genug Zutaten. Das ist nicht das Problem. Hast du das schon? Gibt es hier keinen oben? Doch, es gibt noch einen oben. Das Badezimmer. Das brauche ich. Verband, sofort Verband. Das ist richtig gut. Tür gucken wir gleich rein. Da haben wir schon genug von. Das ist wahrscheinlich auch wieder nur ein Lappen. Mal gucken, was sich hier hinter verbirgt. Versteckt. Das war's.
Nix. Wir können das aufbrechen, um ins Badezimmer zu kommen, wo einfach mal nichts ist. Ah. Vielleicht ist das dann so zum Verstecken gedacht. Keine Ahnung. Na gut, dann können wir hier also wieder raus. War sogar relativ erfolgreich. Draußen soll man in Schleichmodus gehen, besser ist es. Kann ich mir hier noch Schrott holen? Ja. Perfekt. Gucken, wie viel gibt es diesmal? 5. Jackpot. Apropos. Können wir hier auch gleich mal wieder reparieren. Ist man eigentlich, ich glaube 15 Punkte repariert man mit einem Schrott. Das heißt, bei 70 ist es tatsächlich ideal. Gut. Ansonsten sollte sich das da wieder ein bisschen beruhigt haben. Das heißt, wir können jetzt das nächste Nest angehen. Alles klar, ja, bei Nacht, das war nicht so schlau. Aber gut, dann brauchen wir ein bisschen Herausforderungen. Ne? Ich Geh weg. Okay, das ist da beim Truck. Das Schlechte ist ordentlich Action. Ich sehe nämlich gerade nicht, wo sich... Ach wohl, wahrscheinlich hinter den Türen. Boah. Die schwärmen da gerade gut aus. Aber wenn sie sich dann von der Meute, von der Horde trennen, sind sie natürlich leichte Beute. Ich muss von der anderen Seite kommen. Jetzt hat er sich umgedreht. Aber die sind zum Glück ziemlich blind. Ach, hier ist Schnee. Ich glaube, er hat mich gesehen, oder? Nee. Vielleicht was geahnt. Weg von meinem Bike. Ja, da ist das Nest. Das auswählen. Muss noch ein bisschen dichter dran. Jetzt beginnt der Spaß. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Der kommt doch auch gleich angerannt, oder? Okay. Ja, wenn er. Wenn es so geht. Nichts gegen. Nest. Müsste gleich um die Ecke sein. Naja, gleich um die Ecke ist gut, ne? So, dann renne ich mal schnell hier rüber. Munition haben wir ja noch. Kann ich holen. Nest zerstört. Wir fahren mal eben wieder in die andere Richtung. Ja, da ist auch noch einer. Ups. Ist da eine Höhle? Na, da gehe ich jetzt nicht rein. Ach, hier sind ja noch mehr Nester. Aha, guten Tag, Kollege. Ja, komm mal her. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Wo schnauft er denn so? Ach so, eben reparieren wir mit E. Er kommt angerannt. Aber das ist so gut mit
zwei Schlägen einen Zombie kaputt zu hauen. Das ist richtig gut. Weil das hier ist natürlich noch besser. Okay, das nächste Nest. Wo ist das? Noch eins, ja. Zeit für ein Lagerfeuer. Ach, hier. Ich bin weg. Adieu. Tschüssi. Wuhu. Boi. Das rutscht ganz schön, das Bike. Also, auf Schnee fährt es sich anders. Das ist cool. Und ein Nest brauchen wir noch. Da hinten. Da kommen wir wahrscheinlich wirklich nur durch die Meute durch hin. Und dann auf geht's. Gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Ach je, das ist ein Tunnel. Ah, das ist ein Tunnel, Leute. Oh, noch eine mobile medizinische Einheit. Noch besser. Muss irgendwie da reinkommen. Nachschauen, ob ich noch einen Injektor finde. Da haben die einen Tunnel jetzt noch ein Nest drin. Das sind ja Schweine. Hier brauche ich wahrscheinlich Strom für. Scheißzeit! Oh oh, jetzt ist der Schrott wieder weg. Könnte knapp werden. Okay, hier liegt das schon auf dem Boden. Da müssen wir dann ja auch noch wieder dran denken. Schrott liegt hier wahrscheinlich jetzt eher nicht rum, ne? Oh, Benzin. Die Molotovs ist gesorgt. Da ist das Nest. Wo ist das? Scheiß Nest. Es ist hier irgendwo. Erstmal weg. Wir kommen später wieder. Am Tag. Aber jetzt habe ich ja aufgeräumt. Ja, jetzt habe ich zwar aufgeräumt. Okay, wir sind bei 84%. Iron Mike freut das Ganze. Wir haben 62% der Nester erledigt. Zwei Drittel fast. Und wir fahren erstmal zur Hauptmission, warten, bis sich hier die Zombie-Lage ein bisschen entspannt hat. Nächstes Mal, wenn wir hier sind, ist das ja auf jeden Fall soweit. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Bike lebt noch. Ah, lebt noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann auf der Suche sind nach Schrott. Vor allem, weil die Nahkampfwaffe hat echt gelitten. Und natürlich der Hauptmission. Bis dann.